Okay. Hier ist unser schönes Häuschen. Ich hoffe, dass hier keine Gegner sind. Okay, hat schon jemand auf jeden Fall aufgeräumt. Gucken wir uns schnell noch um. Bevor wir reingehen, vielleicht haben wir ja Glück, dass wir irgendwo... Ne. Schade. Dann gehen wir mal rein. Oh Gott. Rookie. Tut mir leid. Ich dachte, dich hätt's erwischt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Oh Herrgott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammter Psychopath! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Okay. Na super. Ich muss das Ding schon auf Einzelfolgen umstellen. Rennen. Bist du okay? Das war gute Arbeit. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Oh nein. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Nicht rum! Festhalten! Wir müssen von der Straße runter! Noch mehr hinter uns! Okay, hinter uns!
hinten im Truck ist eine Kiste Dynamit. Ich benutze es. Schnell, schalt sie aus. Ja, genau so. Jag sie hoch, okay. Schick sie zur Hölle. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, mich einfach an sie auszuliefern. Scheiße.
Raus aus der Uniform. Die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Okay. Ich glaube, er hat ausgedacht, wir sind ein Feind anscheinend. Dann sind Zettel. Das ist jetzt bestimmt unser erstes Versteck. Das sieht aus wie Vietnam, hm? Vietnamkrieg. Waren die da? War der da? So gefragt. Auf jeden Fall ein Ticket, Urlaubsticket. Und jede Menge Orden. Local man is right to use his down water. Okay, dann ziehen wir uns mal um. Checken, bevor du ins Gerät irgendwas kommt. Ja, okay. Den oder den? Ach, das ist eigentlich egal. Komm, nimm den. Oh, so. Okay. Flieger hast du. Jo. Schicke. Schick nur rüber gebügelt, ne? Wenn man das kann. Endgültig, ja. Boah, gibt's so viel. Ja, da gibt's jede Menge. 4 Stück und davon 4 Stück. Und das in Rot. Hier auch was? Ne, es gibt zwischen grün. Kopfverdeckung. Nee. Hände. Aber ich glaube, wir können da noch ein bisschen mehr finden. Was ist das? Bandage? Nichts bestätigen. Vielleicht finden wir auch noch Teile unterwegs. Wir haben das jetzt von ihm gekriegt hier, vom Kollege. Wer weiß. Ist auf jeden Fall erste Hilfe-Set, alles klar. Wir werden uns alle töten. Wenn irgendjemand das hört, lasst euch Europa und werden tun, was wir können. Wir gehen nicht. Wir gehen nicht.
Na so, die erzählen wir das Gleiche. Okay, hier ist anscheinend sein OP-Raum. Krankenstation. Und C-Test, guck. Kannst du lesen? Kannst du? Okay. Was haben wir hier? Periodisches System der Elemente, alles klar. Bastel wahrscheinlich irgendwas. Nebenbei. Nicht verschlossen. Wieder jede Menge zu lesen. Ihr könnt ja dann immer Pause machen, ne? Also, wenn ihr nicht nachkommt, macht's halt Pause. Falls ihr es lesen wollt. Boah, geil. So eine Uhr hat meine Uhr mal gehabt. Ist bestimmt mittlerweile Gold wert. Okay. Die war verschlossen. Hier noch was zum Looten? Wie? Hey. Hört mich jemand? Hier ist Dutch. Kommen. Ist da jemand? Okay. Ich dachte, hier ist... Hallo? Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Boomer dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst und pass auf dich auf. Ja, wenn du kannst. Eli, Mary, Jerome, ist da irgendwer? Obstler oder was? Obstler und Bier. Im Bierglas. Eli? Eli, bist du da? Eli, hörst du mich? Hier ist Dutch. Bitte melden. Over. Ich saug das hier ab, dass das nicht hier so nebelt. Ja, super. Und das geht hier rein. Na gut. Was hat er hier noch dran, wo er davor ist? Ja. Eli, Mary, Jerome. Kann's halt... Nach Utah, ja klar. Der war da im Krieg. Ja, Strand von Utah. Falls das... Ja, okay, lassen wir's. Jede Menge Kennzeichen. Oh, plündern. Oh, okay, da. Okay. Restroom. Alles klar. Da geht's raus. Schon mal eine Schaufel. Und ein Rohr. Dieses verfluchte Scheißteil.
Okay, das sind wahrscheinlich die Zielpersonen hier. Der jüngste der Gebrüder Sweet und womöglich auch der sadistische, ja. Sadistischste. Was ist da los? Over! Was macht der hier, der älteste der Brüder? Ausbildung in der Jüte, okay. Der mit der Brille. Ja, Joseph, sie ist der Anführer der Sekte. Das haben wir uns schon mal gedacht am Anfang. Dass der das ganze Ding leitet. Fate. Okay, ist einfach mal aufgetaucht. Das ist dann die Karte, nehme ich an, insgesamt die Größe und so. Eli, bist du da? Eli, hörst du mich? Hier ist Dutch. Bitte melden. Over. Eli? Ja. Test, test. Ich wiederhole, hier ist Dutch. Eli, Mary, Jerome. Ist da irgendwer? Over. Eli? Eli, bist du da? Eli, hörst du mich? Achso, da hat er das wieder gelesen. Over. Eli? Dieses verfluchte Scheißteil. So, nochmal schöne Map. Hope Country. Und wieder seine Zettel, okay, die haben wir schon gesehen. Gut, du hast was Passendes gefunden. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Bei mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Orientiert hast. Ja, wir haben uns doch schon orientiert. Wir haben, oh. Alles einkassiert. Cool, Waffendraht, ja, das haben wir alles schon rausgekriegt, ne? Und das Durstkorn haben wir auch schon rausgekriegt, alles klar. Vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Du jetzt gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal mit einem Gesetzeshüter zusammentue. Ich weiß, ich weiß. Sheriff Whitehorse hat dir wahrscheinlich alles beigebracht, was du weißt. Aber Earl und ich, wir kennen uns sozusagen schon ewig. Eine kleine Ordnungswidrigkeit hier, eine abgewiesene Klage da, die eine oder andere Kneipenschlägerei. Ich dachte immer, er wäre das größte Arschloch, mit dem ich mich rumplagen muss. Aber dann kreuzt der Joseph Seed hier auf. Was machst du? Tanzen oder? Oh. Okay. Ich frag mich weiter, wie wir gehen. Nein. Da, wo es die Treppe hochging.
Okay, das Ding finden wir nie wieder. Nie wieder. Hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Alles klar. Da weiß ich Bescheid, ne? Gut. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Touch out. Hm.